Warum hat das Rennen nicht angefangen? Hör auf, mich zu mobben. So, jetzt aber. Alles klar. Einmal mit Profis. Ey. Ich bin Vollprofi in allem, was ich mache. Ich gebe immer 800% und das weiß man von mir. Ja. Also, Sie haben wie der Typ, mit dem ich gerade zusammenarbeite. Mit dieser Motivation in der Stimme. Lass mich doch mal ein bisschen unmotiviert sein. Muss doch auch mal sein heutzutage. Ja. Kinder sind alles so motiviert. Da darf doch wenigstens ich mal, oder? Alles klar. Können wir alle oder will Huber noch irgendein Auto spontan bestellen? Oh, die 88 GTE. Nein, ich muss standhaft bleiben. Wo? Ja, vom BBA auf Amazon. Okay, letzter Link, dann fangen wir an. Nein, nicht ablenken lassen. Oh mein Gott, YouTube 88 wird geschlossen. Doch. Bleibt alles in der Aufnahme drin, habe ich gehört. Schneide ich. Ach du Scheiße, 300. Ja, gut. Aber schau ihn die an. Ja, the booty looks good, but kostet zu viel. Ja, okay, jetzt können wir jetzt anfangen. Ja. Ja. Okay. Ja. In den Einkaufswagen. Okay. 3, 2, 1. Guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Willkommen zu. Moment, was? Ach ja, Forza Horizon 4. Wir spielen einfach. Nee, wieder eine weitere Wishlist. Ich habe sie ja gestern angekündigt. Diesmal geht's um die Autos mit dabei, die gleichen vom letzten Mal. Ihr dürft. Hallo. Ja. Hi. Koppel verpennt. Ja, Fokus. Ich war gerade kurz irritiert, weil ich den gleichen P88 noch im 1:43 gefunden habe. Egal. Ich habe mir ein paar Autos rausgesucht, die anderen haben überlegt und kurzerhand Modellautos für dreistellige Beträge bestellt. Warum ich sage jetzt mal nichts. Was? Wie das zusammenhängt, weiß ich auch nicht so genau, aber es ist passiert. Ich würde einfach sagen, das Ganze geht von Marke zu Marke, Alphabet runter. Deswegen, wenn ihr irgendwas habt, sofort reinbrüllen, was halt dazu gehört. Ja, genau so. Dazu muss man jetzt sagen, ich bin nicht auf die Fahrzeuge aus älteren Forza-Teilen eingegangen. Das machen dann halt die anderen, je nachdem wie sie wollen. Und ich würde sagen, bevor ich noch weiter rede, fange ich an mit dem 1900, geiler Name, AMC Mark Donohoe Trans Am Javelin SST. Oh, da ist SS drin. kritisch. Ist Lieblingsfahrzeug. AMC. Was? Wisst ihr auch, weil der extrem lang ist, der Name? So lang wie mein... Egal. Okay. AMC. Jo. Ich finde den Wagen recht geil. Okay, ist halt eigentlich fast eher ein Rennwagen, aber gerade so noch nicht. Das ist so wie die Ente. Nee. Er ist halt wirklich nicht weit von der Nesca-Variante entfernt. Aber ja. Ich finde ihn geil. Und AMC hat im Jahr 1970 noch was Geiles rausgebracht. Den AMX-3 ist ein Mittelmotor-Sportwagen, der den Ford GT rivalisieren sollte. Mit einem Motor. Ich weiß gerade aus dem Kopf tatsächlich nicht welchen. Ich glaube, es ist ein V8. Signal. Oder? Da gab's ja noch kein Downsizing. Ja, 6,4 Liter V8, Vorgas mit 300 PS. Leck mir am Arsch. Boah, das sieht richtig geil ganz aus. Ganz ehrlich, es sieht so ein bisschen aus wie ein Lamborghini. Ja, Lamborghini, De Tomaso Pantera ein bisschen. Also, es sieht geil aus. Boah, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ja, ein bisschen Ferrari haben wir auch noch drin und ein Multipla. Ach, nee, gab's noch nicht, Entschuldigung. War der Vorgänger. Ach, das Auto. Das wurde sich öfters mal in den Forza-Forums gewünscht. Ja, schick ist er ja, muss man an der Stelle sagen. Er sieht echt nicht schlecht aus, ne? Wobei, das Heck ist gewöhnungsbedürftig. Ja, aber es rundet, die Front eher bitte.
Ja, ist generell ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, das liest Man alles sehr gut in glaubt sich. halt erstmal nicht, dass es ein Ami ist. Außer man hört ihn. Aber, ne? Nur Boah, ich so. glaube sofort, dass es ein Ami ist. Gut, wir sollten vielleicht nicht 10 Minuten mit einem Auto reden, weil sonst sitzen wir wirklich morgen noch da. Sind wir sowieso. Wenn mir recht, gehe ich halt nicht in Arbeit. Okay, wir strecken das Ganze ein bisschen. Was sagt ihr denn zu dem Warten? Nein. Dann das erste Auto jünger als 2000. Wir werden davon viele haben. Uber hat die Liste. Und die Ich anderen hab die auch, glaube Liste. ich. Ja, Ja. alle die Liste. Der 2018er Alpine A110. Finde ich auch einen sehr schönen Wagen irgendwie. Ich muss dazu sagen, die Front sieht interessant aus. Kann Ja, man es das hat so eben sagen? Classic, das Auto. Es ist halt ein. Classic. Ja, es Ja, ist. in dem Sinne soll ja wieder ein altes Auto wieder spiegeln, oder nicht? Ja, Ja, es da ist eine Hommage. habe ich gerade auch das passende Bild, wo der Alte neben dem Neuen steht. Ja, Oh, aber ich finde, die Bild. Form haben sie gut aufgegriffen. Es ist wirklich modern, aber halt mit den Rallye-Scheinwerfern, was ich super geil finde. Und ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich den Wagen anschaue, der erinnert mich ein bisschen an Porsche. Ja. Ja, ein bisschen, ja, Ich tatsächlich. weiß nicht, ob die da irgendwie mitgewerkelt haben. Ich glaube, beim Alten hatten die ja auch ihre Finger im Spiel teilweise. Aber finde ich auf jeden Fall geil. Und vom Heck ist es ein bisschen Audi. Auch sehr komisch irgendwie. Oh, es gibt eine Cup-Version. Nein, Huber. Nein, von dem Alpine. Krass. Okay. Okay. Huber, guck jetzt erstmal, ob es das als Modell gibt. Nein! Ja, richtig. Was? Für 5.000 Euro. Okay. Oh ja, bitte. Das Schnäppchen. Gut, dann, wenn wir zu der Marke Alpine sonst nichts mehr haben, Ah. Witz gerissen, hätten wir noch den 2018er Aston Martin Vantage. AKA das Ja. GTA-Fahrzeug. Geh ich mit, will ich haben. Und Naja, bis dann auf die Huber, Farbe, hier, die wo kommt. das ist die GT-Variante. Glaub GTE. Könnte sein. Das Dann sieht geht halt Huber einen auch. ab. Boah. Moment. Es ist halt wirklich fast 1 zu 1 der Spectre aus GTA, aber ich finde ihn schick. Ah. Und neuer S Martin wäre ja jetzt an sich mal nicht verkehrt, ne? Einer, der vielleicht vernünftig ist, nicht so wie der Ja. DB11. Ja, generell mal. Ja, wohl passt sehr weniger an Horizon, aber. Aber ja, Renn ist mal. Passt doch gut in Horizon. Oh Ich ja. weiß nicht, was du hast. Motorsport kriegen wir dann wieder die SUVs, ich sehe es schon kommen. Dann fragt sich wieder jeder, ja, das ist doch was die Community will. Falsches Spiel. Ach, die machen es verzögert um ein Spiel. Ah. Muss sie jetzt schon. Macht Inside Sinn. Expansion Horizon 4 geleakt. Ja, ich bin voll dafür. Bitte Wenn's nur nicht, passiert, Huber. dann wäre ich dabei. Huber, bitte nicht. So. Tu uns Warum das denn nicht nicht? an. Nicht in Weißen. So. Das nächste Auto 2007er Audi RS3. Ja, sag einfach 2017er Audi RS3 bis 5. Einmal Ja, den alle RS3 drei. bis 5. Moment, RS3? Das RS5 RS4. ist richtig geil. Oh. RS4, okay, gehe ich mit. RS4, ich stehe normalerweise nicht auf die Art von Autos, aber RS4 gehe ich mit. RS5. Schau dir RS5 an. Ah! Junge, Junge, da geht's deiner ab. Oh! Alter, die Felgen bei dem Roten! Dem einen roten Alter, ist der oh! eine. Es ist ja nicht so, dass es da Aber 20. ganz kurz, ja, wieder mal was für Huber. An der Stelle. Ja. Ich muss aber auch ein Video einblenden jetzt. Oh. Ich habe mich irgendwie in den Bist auch egal. RS5 verliebt, muss ich sagen. Sogar in den Ich alten, auch. also in Anführungszeichen alten, als auch den neuen. Und ich finde, man bräuchte mal wieder moderne Audis. Haben wir irgendwie Ja. nicht. Ja, ich will den. Den einen. Ja, den. Gib ihn hin. Mit den Ja, Felgen. das. Wobei, was natürlich auch geil wäre, wäre der S5. Moment, Google anschmeißen.
Naja, gut. Das ist vom nächsten Auto ein Vorschlag, was es mir gezeigt hat. Recht schnieken. Kommen Sie nur mir so vor, oder fehlt da das, die Heckschürze auf dem Bild? Weiß nicht, aber der Wagen existiert schon. Warum genau du den als quasi so Schnappschuss hast, weiß ich nicht. Der ist schon gefahren in Daytona. Ja, ich weiß, aber es ist... ich google. Aber wir haben ja eh noch den 2017er Audi TT RS. Der ist geil. 5 Zylinder, oder? Noch. Weiß ich nicht. Ich glaub, Wankel 8. Okay, den will ich auch haben. Ich glaub, der hat der noch einen 5 Zylinder? Ich glaub schon. Kann sein. Das ist ein schönes Auto. Aber den von Abt vielleicht noch mit dem Abt-Body-Kit. Das wäre nicht schlecht. Ja, der hat noch. Es könnte sogar sein, dass es bei Audi gut dabei wäre, sogar ein Forza. Ja, die Audi haben ja auch bei manchen. Haben wir ja manchmal schon. Auch bei VW. 5 Zylinder, ja. Ja, Audi TTRS hat noch einen 5 Zylinder. Jo. Ja, okay, geh ich mit. Schönes Auto. Mir gefallen eh die neuen Audis vom Design. Ich finde die eigentlich echt geil. Ja. Das wären dann alle Marken des Buchstaben A. Hätten wir noch einen, den ich vergessen habe. Irgendeinen neuen Sportwagen von Audi, Aston Martin und sonst was mit A. Aber nicht. Ja, Audi Q17. Oh ja, bitte. Moment. Aha. Google anschmeißen. Ja, wobei, hat der neue Q7 hat doch, glaube ich, nee, das ist der Q5S, der hat doch einen Turbo und einen Kompressor, glaube ich. Der ne Box. Der ist doch Dual Charged, oder nicht? Manu, hast du gerade gesagt, Audi RS Q7? Was? Du den haben was? Willst, nicht, oder? Q7. Q17. Ja, aber es gibt auch einen RS Q7. Es gibt einen RS Q7? Ja. Oder, nee, SQ7. Sorry. Sorry, ich bin gerade schon... SQ7, den will ich haben. Ja. Den Modul. Ja, Sabri. Frag für noch mehr SUVs. Ja. Achso, Ryzen hätte ich da nichts gegeben. Meine Ryzen. Ryzen hätte ich da auch nichts gegeben. Du weißt doch, wie es funktioniert. Wenn er jetzt fragt, dann kriegen wir den im nächsten Teil. Ja, so läuft es. Oder es ist genauso wie mit den Leuten, die fragen, ja, ich will fürs nächste CarPack die und die Autos. Ne? Macht mal, ja, weil es auch in 30 Tagen schaffen, die ganzen Autos. Oder ich habe einen Fehler gemacht auf der Liste, das soll natürlich kein BMW Z4 sein, sondern der Z5. Der neue. Ich muss Google anschmeißen. Was hast du denn gegen den Z4? Audi, das war leider nicht 2017. Apropos 18. Audi, da hätte ich auch noch gerne die wo schon in Ryzen 2 waren, den RS6 und den RS7, ja. Also das sieht eigentlich ganz interessant aus. Ist noch ein Z4? Unten steht Z4, aber wird immer als Z5 betitelt. Ich blick nicht durch, BMW, was macht ihr für eine Scheiße? Such mal nach Z5. Oh. Ja, dann habe ich den gefunden. Das ist ja Z4. Steht Z4 drauf. Soll ich dir was sagen? Hier bei... Du, mir wurscht, ich nehme die Karre. Bei Z5 finde ich das unter anderem sehr gut. Oh, wäre auch geil irgendwie. Ja, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, finde ich, ganz ehrlich. Ja, Mahlzeit. Ja. Weißt du, das Dach ist so ein bisschen GTR. Na egal. Die Front ist halt BMW. Nehmen würden wir ihn alle, sagen wir ehrlich. Ja. Und dann irgendwie doch ein bisschen Viper von der Seite. Zuschauer wissen jetzt halt leider nicht, wovon wir reden, aber tut mir leid. Gib einfach mal BMW Z5 in Google ein und das erste Bild ist es. Ja, bei mir ist das zweite. Gut, auf jeden Fall 2018er BMW Z4 oder 5, je nachdem wie er jetzt heißt. Ich habe keine Ahnung. Oder einfach beide. Ja, wegen mir auch. BMW Z. Unendlich. Dann 2018er BMW M8. Ja. Moment. Doch. Echt, ja, doch, super. Doch. Halt, das ist ein Konzeptauto. Das ist der Richt. Ja, mal. Okay. Ja, ist okay. Das Heck gefällt mir. Heck ist Uber gut. Approved. Uber approved, ja. 2017 BMW X2? Nee. Bei? Doch, den will ich schon haben.
Nicht von 2019. 2018 mit. Ich mag den Wagen. Der gefällt mir. Ja, kriegen wir jetzt auch ohne Spaß. Gut, die ersten 5 Bilder zeigen 5 unterschiedliche Autos. Danke, Google. Ja, alle von denen sehen okay aus. Das ist ja. Keine nee, warte, es ist. Ich kann da mal ein Bild reinschicken. Dieser Chat war auch voll mit Links. Um den hier. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht schon dauerhaft in den öffentlichen, also in den ganz großen Chat geschrieben habe vom Server, aber. Nein, das wird nicht. Warum ist doch keiner mehr online? Boah. Oh, was hat denn der für Reifen drauf? Weiß ich nicht, aber die passen irgendwie. Das sind die Forza-Reifen, weißt du? Das ist für die Leute, sind die legal? Das ist für die Leute, die mit ihrem SUV ohne Federweg Offroad fahren. Da kannst du ein Kind drin verstecken. Jetzt zieh ich die mir auf den Kia rauf. Okay. Ich sollte mal weiter, also ein bisschen schneller vorankommen. Ja, ja, wir sind doch schon voll weit, wir sind doch schon bei B. 2015er BMW M3. Boah. Also oh, 2015er Fahrzeug. Nee, ja. 90 oder so? Keine Ahnung. Der neue BMW 7er, der neue BMW M5, der wäre auch toll. Ja, den mag ich nicht. Hat Allrad, deswegen gefällt mir nicht. So ungefähr. Ich glaube, mit Heckantrieb würde ich ihn wollen. Nicht, dass ich generell was gegen Allrad habe, aber gegen Allrad in der BMW. Naja, aber man kann ja auch, also in Real Life auf dem Auto kann man ja zwischen Allrad und Heck, glaube ich, switchen. Daher. Ja. Und noch irgendeine BMW, die wir vergessen haben? Wunderbar. Nee. Ich hätte jetzt nix. 2017er Buick LaCrosse. Und irgendwie bekomme ich da immer Hunger auf Fisch, wenn ich den Namen höre, aber. Auf Fisch. Sieht aus wie ein Opel. Ja, Buick und Opel arbeiten da eigentlich zusammen. Oder? Ja, Mai ist. Ist ja praktisch ein Opel. Fällt mir jetzt nicht so. Ich finde interessant, wenn ich 2017 Buick LaCrosse eingebe, habe ich in der vierten Seite einen Chevy T500. Das ist auch. Insgeheim ist es auch das. Kein Witz. Egal. Und wir haben ein Bild auf GTA. I3. Auf Versand wird vorbereitet. Ja, ja, und Charger. Egal. Hugo hat sich ein Auto bestellt. Okay. Dann natürlich, obvious, Bugatti Chiron. Der alte. 1922. Gab es Giro von 1922? Weiß ich nicht, aber es gab auf jeden Fall schon den älteren. 1990. Nee, ich habe einen von. Google schlägt mir 1972 und 1979 vor. Also ganz ehrlich hier. Sexiest car of all time. Was ist? Heiliger. Warte. Das war nicht ah, den habe ich auch gewusst. Moment, ich habe den Link noch nicht gesehen. Moment. Eine Frage. Ja, Uber, erschreck dich nicht. Also ich habe noch ein besseres Bild. Das sieht noch bescheuerter aus. Ah, aber im Hintergrund, Ford GT40. Guck dir das an. Nee, GT90 heißt es. Noch Ford besser GT90. Aus. Ja, also wir wollen natürlich nicht den 1999er, obwohl er ein wunderbarer Wagen ist. Hast du also mein Bild gesehen? Der hat einen W18, ja. Der 1999er Bugatti Chiron. Was, ein W18? Ja, Engine. Alter, ganz ehrlich, der Kühli sieht auch aus, als ob der aufgemalt wäre. Ist auch aufgemalt, mein Gott. Ich werde es nicht verstehen, was bei denen abgegangen ist. Oh, das Heck, das Heck, schau dir das Heck an. Gib mal ein Bild. Oh, einfach auf Google. Oh. Das ist eine Vergewaltigung an. Boah, das ist schlimm. Boah, dann gibt's davon noch Kombi-Versionen. What the fuck? Ja, definitiv. Ganz ehrlich. Da gibt's halt echt Kombi-Versionen mit so. Ich will es ja nicht böse sein, aber. Ganz ehrlich, sieht irgendwie so aus, als wäre es einfach so irgendwie so eine Karosserie, als wäre das Auto
Einfach diese Form einfach so aus Pappe gemacht. Einfach so über so ein anderes Auto drüber gelegt. Ja, so ein Von der zusammengepresster Front. Giro, So ein Front von der Front her. Vero. Ich würde sie beide nehmen. Ich muss schon sagen, Bugatti hat ma manchmal schon ein Talent dafür, scheiß Autos zu machen. Immer Ja. noch. Okay, Der also. Giro Der geht für Chiron mich. geht. Ja, Also jetzt als den, Neue. Mit so einigen Veros habe ich meine Probleme. der neue halt. Diese Ja, 10, okay. diese 20 Veros, die es gab. Haben wir noch irgendeine Marke mit B? Irgendeinen Wagen mit einer Marke mit B, den ich Spaghetti. vergessen habe? Franzosen sind sie ja, passt ja. Nee, ich hab nichts mehr. Sondern Der war so flach. Baguette. Was? Was ist das nächste Auto? Meinsam. mal einfach weitermachen. 65. 1965er Chevrolet Chevelle C6 Und ganz sicher noch mal von Z16. vorne. 1965er Chevrolet Chevelle Z16. Muss ich googeln? Wer meinen Kanal verfolgt, den kennt den Wagen schon, weil darüber habe ich meine Muscle Monday gemacht. Okay, ja. War Aha. halt Oh, so die sieht ganz erste, okay aus. also kurz geschichtlicher Hintergrund. 1964 begann die Muscle Car-Ära mit dem Pontiac GTO und die Chevelle Z16 war halt die erste Reaktion von irgendwem darauf. Deswegen. Ah, scheiße, er hat ein erfolgreiches Auto. Schnell, irgendwas zusammenwürfeln. Und Geschichtsstunde Richtig. vorbei. Ja, ich sollte Lehrer werden. Das war der erste gegennukleare Vernichtungsschlag von Chevrolet. Ja, vor allem direkt erstmal, die erste Konkurrenz kommt aus dem eigenen Konzern. Wait, what? Warum haben die uns da nichts davon erzählt? Verdammt! Nur Dann hätten sagen. wir noch 1969, ja, auch ein geiler Name. Chevrolet Camaro Corpo Nummer 9561-427. Hier, Camaro Coco. Corpo. Kaka? Ach, Copo. Was ist Ja, das? ist ja der richtig kurze Name, muss man schon sagen. Ja. 9,5, ach, ich gebe es noch nicht. Eine der wertvollsten Camaros aller Zeiten. Sehr selten, glaube ich. Oh Gott, Camaro. ich hab ja mein Strauß Büchlein hier. Aber würde ich mitnehmen, würde ich unterschreiben. Nee, ist gut. Moment, wie oft wurde der denn produziert? 12 Mal. Sekunde. Ja, was ist zum Moment. 69 rüber? Nein, das ist der X. Shelby. Sekunde, wir haben Zeit, oder? Hm, Naja. ja, wobei, oder wie viel sind das? Das kann nicht sein. Ich würde noch duschen gerne, Oh, weil der hier sieht arbeite geil ich. aus. Ey, das ist ein geiles Gefährt. Oh. Ja, warte mal kurz rüber. Ich will nur kurz die Stückzahl hier nachschauen. Uwe, ich habe mal was gefunden. Prä! Was du auf Weiß jeden Fall da. haben Wenn es willst. jetzt Ja, wieder ein und Modellauto ist, dann bringe ich dich um, Manu. kein Modellauto. Es gab davon 1015 Stück. 1015. Wie viele Ja. haben. Ich wollte gerade sagen, wie viele haben den Krieg überlebt, okay? Ihr wisst ja, der große Krieg 1980, ne? Was Ja, da. Uwe. Der 30-jährige Krieg, der gestern Ja. begann. Anni, du willst wirklich die komplette Liste heute durchmachen? War mein Plan. Gut, wir können jetzt ein bisschen schneller machen. 2018er Chevrolet Corvette ZR1. Oder Gehe den ich Cadillac Pro. definitiv. Guckt euch das Bild Definitiv. an, was ich geschickt habe. Ui. Ja, die nicht, aber die, was Andi genannt hat, die gehe ich mit. Ja, die von. Was, Andi, was ist das auf diesem Das Bild? ist. Moment, ist das. Manu, das Ding sieht richtig fresh aus. Hat schon was, aber. Er hat Sieht was, aus. das ist das Motto. Das sieht aus. Das sieht aus wie so ein. Dingsprich, das ist von Callaway, der Station Wagon. Station? Den Ja, wie haben sie Station. wirklich gebaut. Wagon sieht er aus. Hat schon was, aber die ZR1, boah, die sieht halt schon böse aus. Ja, muss Das ist einfach sein, so. finde ich. Ja. Muss in dem. In dem Grau muss es sein, meiner Meinung nach. Orange hat was. Ja, mit dem Grauen und dann noch orangen Akzente.
Ja, du hast ein anderes Bild, wenn du da von orangen Akzenten sprichst. Ich hab den aber so mal auf Bilder gesehen. Oder einen recht bigen Wing. Do you know the Wing? Dann hätten wir noch, do you know the Wing? Hätten wir noch die 1973er Chevrolet El Camino, hier Piplas. Windows machen wir wieder was, okay. Die größte El Camino aller Zeiten und die langsamste El Camino aller Zeiten. Was ist von drei? Braucht man. El Camino. Von der Optik her finde ich ihn auf jeden Fall geil, aber. Wenn Forza mich einen Blower raussetzen lässt und richtig fette Schlappen draufziehen lässt, dann nehme ich die Karre mit. Du meinst, das ist nur, ich meinst so? Bloß sind halt wieder solche Fahrzeuge, die wurden so wahrscheinlich bloß. Bloß zwei ja, genau, ja, genau das gleiche Bild habe ich auch gerade bei Google. Ja, aber es ist ja mehr oder weniger meine persönliche Wishlist, deswegen. Ja, gut. Ja, gut dann. Ich hab ihn halt besser, ne? besser wie ein SUV in Motorsport. Ne? Also ja, schlimmer kann es nicht kommen. Würde ich nehmen. Ich würde es nicht so laut sagen. Ja, wir haben ja noch ein paar. SUVs. Dann, warum habe ich den aufgeschrieben? Okay, der DeLorean, warum auch immer. Der war schon drin, ne? Ja, eben. Naja. Kann man nochmal wünschen. Dodge ja. Demon haben wir auch mittlerweile. Ah, diesen Depper der Fast and Furious Edition da, den echten. Aber unterscheiden die sich arg? Nein, aber trotzdem. Es steht Fast and Furious vorne dran. Naja, gut. Dann wieder ein sehr geiler Name, wie ich finde. Die Amis hatten es damals echt mit geilen Namen, ne? Dodge Charger RT44-6. Ach. Sabri, Begeisterung. Ja, Moment. 440, bis ich das nicht gegoogelt habe, hat hier nichts geredet. Und nicht Strich 7. Und im Übrigen, die 6 steht nicht für 6 Zylinder, sondern für Sixpack. Ja, weil ich da schon Sachen gehört habe, da hat es mir den Magen umgedreht. 6 Räder. Oh, das Ding ist geil. Vor allem in diesem Lila. Oh. Gelb zu entscheiden, GTA 5 Mod von. Das ist ein Challenger. Nehme ich mit in dem Grün. Ja. Ferrari kann man, denke ich, relativ schnell abhaken, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig. Alle 9. Also A12 ja, Superfast. Ja, Superfast, bitte. GTC 4 Luso. Ja. GTC 4 Luso, weiß Luso. Ich nicht. Ist es nicht so mein. Doch, doch. Luso hat sie irgendwie. Und ja. Ja, aber Sabri, wie definiere ich ein gutes Auto? Will ich von dem ein Modell oder will ich keins? Okay. Ja, gut. Ich würde schon das eins nehmen. Maßstab 1:1 mit funktionierender Technik. Würde mir reichen. Gut. Ja. 300 Euro. Ja. Man ist ja genügsam. Ferrari. So, nächstes Auto ist interessant. Welchen von den 8 Schäden würdest du denn gern? Alle. Was Snake? Eigentlich alle, ich meine. Also, jetzt fangen wir mal an hier. Ford, ja. 2017er Shelby GT500 Super Snake. Ein Auto, was irgendwie angekündigt wurde und danach nie wieder irgendwo erwähnt wurde. Also, okay. Dachte schon. 2018er Ford Shelby GT500. Könnte ich mir tatsächlich sogar als Covercar vorstellen. Weil der wurde bisher nur angeteasert, dass er kommt. Und dass er ein Heckflügel hat. Mehr nicht. Gut, sieht auch nicht schlecht aus, nehme ich auch mit. Dann 2008er Ford Shelby GT500 KR. KR steht für Knight Rider. War eben das Auto, was Kitsch war in der 2008er bis 2009er Serie Knight Rider. Hat halt für mich irgendwie einen gewissen Kultstatus erreicht gut. Mittlerweile. Nehme ich auch mit. Ja, sieht richtig nice aus. 1967er Ford Shelby GT500. Kennt, glaube ich, jeder. Oder? Da braucht man den Beinamen eigentlich fast nicht erwähnen, aber spätestens wenn man ihn erwähnt, kennt ihn jeder. Ja. Nur. Muss her. Dann der Ur-Shelby. Gesundheit. Genau, danke schön. Der Ur-Shelby. Nein, der 1966er Ford Shelby. 150 Hertz. Hertz steht hierbei für keine Ahnung was, aber ist eine geile Lackierung. Welcher 19?
1966er Ford Shelby GT 350 Herz. Herz. Herz war seitdem typisch für schwarzer Shelby mit goldenen Streifen. Uhu. Krick, krick. War ja auch der erste wirklich performante Shelby. Ja. Den würde ich auch mitnehmen. Kann man mitnehmen. Dann 1970er Ford Torino Cobra R. Ein sehr brutaler Wagen, wie ich finde. Hat irgendwas mit 400 PS, glaube ich. Und allgemein auch ja danach 1972er Ford Gran Torino. Die Torinos werden irgendwie gar nicht vertreten im Spiel, was ich super schade finde. Der Gran Torino war ein geiler Wagen, aber war immer im Schatten des Mustangs. Um mal philosophisch zu werden. Zum Deep Fields. So einem dunkelgrün. Sieht doch richtig geil aus. Ein ja. Ford hätten wir noch. Ford Ranchero 1964. Oh Gott. Canyonero. War halt der erste Ford Ranchero auf der Basis von Ford Falcon. Ranchero. Also, ja. Finde ich geil eigentlich. Wie gesagt, blauer, dicke Reifen und ab auf den Drive-Trip damit. Ja, ja. Mit zwei Motoren, ne? Ja, hinten kannst du auch noch einen draufpacken, stimmt. Ja. Nächste Feature. Ja, bitte. Dual-Motor. Dann, jetzt waren wir ja recht alt unterwegs, 2017er Jaguar Project 8. Ich muss immer warten, bis Huber gegoogelt hat. Ja. Ah, okay. Huber, kannst du die einfach rauskopieren und dann... Nein, kann ich nicht. Project. Auch wenn mich Jaguar von vorne mittlerweile in Libyen an Seat erinnert, was ich gar nicht verstehen kann irgendwie, finde ich den nicht schlecht. Den nehme ich, ja, der ist gut. Ach so, der, ja. Ja, erstmal in die Garage stellen. Ist ein geiles Teil. Ja, ich habe ja drei, aber ich dachte mir, im Spiel wäre auch nicht schlecht. Dann 2007er Königsegg CCXR. Gab, glaube ich, 8 Stück weltweit. Wenn überhaupt. Finde ich einen geilen Wagen. Sieht richtig geil aus. Boah. Schwarz. Ach, das ist der. Den gab's doch schon in Forza. Das war immer noch der 2009er. Ach, was? 2000? Okay, gut. Max confirmed. Max. Ja, war richtig. Also, haben wir vor der Aufnahme noch geklärt, ja. Verzeihung. Ich will nicht zu Max werden. Ja, bist aber auf einem guten Weg, ne? Jetzt langsam wird's kritisch. Aber nicht nur er, es sind so ein paar mehr Kandidaten. Ein Max zu sein ist eine Beleidigung. Ja. Boah. Ich glaube, ich schicke den Link von dem Video einfach. Okay. 2015er Königsegg Agera RS, sind wir uns, denke ich, auch einfach alle einig. Ja. Jo. Lamborghinis dürfen auch nicht fehlen, zwei Stiere im Haus, der Huracan Performante, so wie der Aventador ist. Solange der normale Aventador mit drin bleibt. Ja. Gut, für den normalen Aventador haben sie ein Bodykit extra gemacht. Ich glaube, den werden sie dann schon drin lassen. Ja, ich glaube auch. Ja, vielleicht noch den neuen Urus, weiß nicht. Ja, ich gehe mit beiden Lamborghinis hier mit. Ja, den kriegen wir ja, schon im Motorsport. Ja, oh Gott. Ohne Performante nicht, ne? Nein. Oh. Der Performante ist ein GameStop-exklusiver Vorbestellerwagen. Oh. Für die Ultimate Edition, wenn du die 5-mal kaufst. Oh. Und dann in Klammern dran, US only. Richtig. Nee, Afghanistan only. Okay. Ja, da kommt das. Das Ding bestimmt sicher an. Oh. Ja. Dann performance-technisch der letzte Müll, aber optisch geil. 2017er Lexus LC 500. Moment! Wohl geht eigentlich. Den gibt's ja mit zwei Motoren, einmal mit dem Fox 6. Ja, den gibt halt mit dem 5 Liter V8, aber selbst mit dem ist er langsamer als ein. Moment. V6 Hybrid. Als ein RS5. Ein neuer. Was doch? Ich finde die Karre. Nice. Ja, vor allem die gibt's ja schon mit Bodykits. Ja, JP hat, glaube ich, auch einen.
Oder will sich einen Hat er den kaufen schon? oder so? Ja, er will sich Keine einen Ahnung. kaufen. Ich hoffe, er holt ihn mit dem V6. Dann das modernste Auto. In Assetto Corsa ist er schon vorhanden. 2020er Maserati Alfonso Alfieri. Elektrikkonzept. Ja, den gehe ich mit. Ich doch. Nehme ich, ist gut. Kannst du Wait, what? Was? Proportionen sind ein bisschen komisch, aber... Moment, Electric Concept? Warum nicht? Und Auspuff? Ja, warum also die Front, die der Strom muss ja irgendwo raus, Mann. Also denk doch mal nach. Hallo? Ja, aber die Hitze. Die Hitze vielleicht. Ja, aber... Wir kommen dann auch lieber so wie Königsegg und setzt so einen fetten Auslass. Also ich finde die Front richtig geil von dem Teil, bloß das Heck ist, finde ich, misslungen. Das Heck sieht so unfertig aus. Mit dem Bleistift abgerutscht, oh scheiße. Dann auszusehen so in die Produktion gegangen. In Produktion 2020. Gehen wir zu den Briten. Da haben wir McLaren von 2015 bis 18 je ein Modell. Der 675 LT wollen wir irgendwie auch schon seit Jahren. Ja. Dann der 2015. Ja. Dann der 540C. Kenn ich gar nicht. Damit er die Reihe komplettiert, finde ich nicht schlecht. Er ist im Prinzip der 75, aber in noch kleiner. Noch kleiner, okay. Ja. Putzig. Boah, der sieht ja interessant aus. Also ich habe ja 5 und fahrtechnisch sind die echt geil eigentlich. Nur 3 geschrottet bis jetzt. Ja. Ja, einem habe ich jetzt mal Bill Gates geliehen, weil der hat mal wieder einen Wagen gebraucht fürs Wochenende. Ja. Aber nur fürs Wochenende? Ja. Ist auch der Wagen, mit dem ich jeden Morgen zum Bäcker fahre. Dann die der... Bäckerin. Ah. Ja, die nehme ich mit. Sein putzigen McLaren-Schuhe, du. Da könnt ihr doch ja, wenn du so redest, dann nicht. Ja, Tüte drüber. Seit 2017 McLaren 720S. Yes. Nehme ich mit. Mitnehmen. Oh, Huber muss nicht googeln. Leck mir mal. Oder er hat schon. Ich hab schon, aber ich nehm trotzdem noch mit. Jetzt McLaren Senna, Huber. Ja, McLaren Senna, genau. Naja. Also, es ist wahrscheinlich der hässlichste McLaren, aber würde ich trotzdem mit. Erinnert mich halt komplett an den 27S, der von Gabella getuned werden würde. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also was hatten wir so für hier Leistungsdaten? 800 PS, 800 Newtonmeter, 800 Kilogramm Downforce. Sie hätten ihn richtiges GT 800 Kilogramm Gewicht. Sie hätten ihn einfach McLaren 800 nennen können. Ja, richtig, ohne Spaß. Würde sogar passen von den Nummern, ja. 720, 800. Insgeheim der McLaren. Der Anfangsdruck hat ein so GT-Fahrzeug. Ist doch sicher zu vergleichen, oder? Dann bin ich unter die Deutschen gegangen, mal wieder. 2017 haben McLaren AMG SLC 43. Warte. Der McLaren SLC 43? Nee, Mercedes AMG meine ich, Entschuldigung. Und ich tippe auch noch McLaren ein. Eieiei. Jetzt wird es benannt. SLC 43. Kann man machen? Ja, ein Baby-SLK. Ein neuerer SLK sozusagen. Ein Baby-SLK. Baby. Hey, Baby. Hey, Baby. Weg, du hast einen wunderschönen SLK. Oh, danke sehr. Du siehst oben ohne sehr schön. Ich muss kurz überlegen. Ein wunderschönen Mittwoch. Fahr mal deinen Top ein. Ich muss kurz erwähnen, einen wunderschönen Mittwoch euch allen. Oh, ja, danke dir. Ich hab immer noch nicht gewusst. Und jetzt kann ich sagen, heute muss ich in die Arbeit. Yay! Huber, dann haben wir noch den 2015er Mercedes-Benz G63 AMG 6x6.
Ich hätte fast 8x8 gesagt, das wäre ein bisschen viel gewesen. Würde ich auch nicht. So ein richtiger Panzer, oder? Das ist Huber, das käme mal raus, wenn Hennessy den tunen würde. Boah. Er hat wahrscheinlich schon, die hängen ja überall zwei Reifen dran. Dann 2014 der McLaren, Quatsch. Warum sag ich immer McLaren? Mercedes-Benz SLS AMG Final Edition. Final Fantasy Edition. Richtig. Oh nee, bitte nicht. So ist so nach dem Regal hier. Boah. Ja gut, nehme ich mit. Mitnehmen. Den nächsten nehme ich ganz sicher mit. 2005er ja, Pagani Zonda F. Ja. Mit Zonda F? Ja. Da gibt's ein Mitnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Front von Zondas, von den Zondas einfach nicht so. Ist nicht so meins. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Okay. Schweige er steht. Haben wir ihn schon geschlagen? Ja, jeden Tag. Aber geht ja nochmal. Dann 1971er Plymouth Hemi-Cuda Convertible. Oh Gott. Wenn man die Hälfte der Fahrzeuge nicht kennt, muss man alle googeln, ne? Sieben Plastik. Stück gab es insgesamt. Den kenn ich sogar so und den nehme ich mit. Einer wurde vor ein paar Jahren für mehrere Millionen US-Dollar verkauft. Also. Ganz billig. Ich würde sogar sagen, das seltenste Muscle Car aller Zeiten. Und ich habe 3. Dann, du 1970er, auch? Ja. Ja, an dich habe ich doch einen verkauft, weißt du das nicht mehr? Ah ja, stimmt. Man vergisst es immer. Boah, das Ding sieht ja richtig. So Zeug. Das Ding sieht ja richtig geil aus in diesem Lila. Boah. Ja, finde ich auch. Huber findet den auch echt schön. 3,5 Millionen steht dort. Aber du solltest den echt mal in die Garage stellen, ne? Der ist sonst, der ist teuer. Ja, mein Gott. Bisschen draußen lassen schadet ihn doch nicht. Oder? Nee. Die können das ab. 5 Million. Als sie den gebaut haben, gab's noch keine Garage. Der musste es aushalten. Richtig. 1970er Plymouth Roadrunner. Wir haben keinen verkackten Roadrunner in Forza. Ganz ehrlich, warum? Der Roadrunner ist eins der geilsten Autos aller Zeiten. Eins der wenigsten Muscle Cars, die ich so auch kenne, und den nehme ich auch mit. Und dann noch die Variante mit Nase vorne dran und Flügel oben drauf. Den will ich auch mitnehmen. Oh ja. Oh geht ja. Da, warte, Zwischenfrage, geht da auch noch der Kofferraum auf? Ja. Moment. Mitnehmen. Das ist alles in die geil. Forza denkt sich, da reicht eine von der Art wahrscheinlich. Ja, ich will beide. Die sind wunderschön. Downforce. Also mir gefällt der Dings der normale besser. Also ich hab's ja nicht oft genug erzählt, warum der Flügel so weit oben hängt, ne? Deswegen lasse ich's heute mal. Oh ja, bitte. Ja, aus Zeitgründen auch. Es hat wirklich einen rationalen Grund. Egal. Aus Duschgründen. Oh, die Rennversion. Ich höre mich doppelt. Ich auch. Sabri. Bin ich nüt. Dann 1964er Pontiac GTO, habe ich ja vorhin schon erklärt, das Ur-Muscle-Car quasi. Äquivalent, der 1964er Pontiac Firebird Trans Am Super Duty 455. Wenn du den Namen aussprechen kannst, dann hast du schon gewonnen. Moment. Pontiac Firebird Trans Am Super Duty 455. Ohne abzulesen. Pontiac. Moment. War halt das letzte Muscle-Car aller Zeiten. Muscle-Cars haben mit Pontiac angefangen und mit Pontiac aufgehört. Finde ich sehr schön. Boah, dieser Name war mit. Laut Forza nicht. Ja, laut Forza ist eine Viper ACR bestimmt auch noch ein Muscle-Car. Modern Muscle? Gibt's doch gar nicht mehr die Klasse. Doch. Echt? Die Klasse gibt's doch in Forza? Ja, da ist die Viper und die Corvette drin. Ach, fuck my life. Alter. Und auch die andere Viper. Und auch die, also auch die, ja, die neue Viper ist eigentlich halt ein Track-Toy eigentlich mehr. Das ist ja keine Konkurrenz im Ding. Die, wo du Allrad drin hast. Corvette und Viper sollten wie Marika sein und waren sie auch nie. Aber, naja. Die sind doch bei Sport GT drin. Nein. Sie nicht? Ich bin ja froh, dass sie den Ford GT nicht in Muscle Cars reingepackt haben.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, bei Forza kannst du dann nie wissen. Da denkst du, ach, der hat den Motor. Das ist das Auswahlkriterium. Hat den Motor vorne, Heckantrieb und Muscle Car. Ja, wahrscheinlich schon. Dann 10 Mitarbeiter des Jahres. In Amerika gebaut, ja. Muscle Car. Dann 2016 hat Porsche 911R. Q? Nehme ich mit. Warum steht da ein Q? Nein, Porsche 911R meine ich. Ja. Dann noch ein GT2 RS, sollte man auch nicht vergessen. Ich glaube, dass der reinkommt, steht außer Frage. Ja gut, aber... Also das wäre schon peinlich. Ja, das... Was auch mal toll wäre, wäre ein 918 mit weißer Package, aber... Brauche ich in Horizon auch nicht. Hätte ich gerne. Ja, mei. Und vielleicht noch einen neuen Turbo S. 2017. Was? Die haben ja jetzt eine Partnerschaft mit Porsche für 6 Jahre. Wir hatten schon auch eine Partnerschaft mit Ford und Lamborghini, oder sagst du uns? Ja, aber ich bin noch gut für dich und sage, wird schon was rumkommen. Nein. Dann 2018er Renault Megane RS. Ja, das ist so ein geiles Drum. Oh. Moment, ich muss googeln. Der Megane ist irgendwie der einzige Hottage, der mir wirklich gut Lächeln nach 1 Uhr. Neue A-Klasse finde ich auch geil. Sprechen nach 0 Uhr ist nicht mehr. Nee. Duschen nach 0 Uhr ist nicht mehr. Dann ein Wagen, den ich persönlich als eins der schönsten Autos aller Zeiten bezeichnen würde. Der Name. Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 003S. Mann, ich muss wieder googeln, ey. Och Gott, dieser Name. Mitnehmen. Scuderia Glickenhaus SCG 003. Was? Alter, wir haben das Cameron vergessen. Ah, perfekt. Cameron Glickenhaus SC. Nee, ja doch, SCG 003S. Oh, die Rennversion. Oh. Also, das ist also ohne. Oh ja, boah. Alter Huber. Jetzt ist es um mich geschehen. Oh, das Heck. Oh. Ich glaube, wir sollten weitermachen. Ich liebe diesen Wagen. Okay, sonst schmeißt Huber noch mehr Geld aus dem Fenster. Machen wir weiter mit einem Wagen, der halt leider auch irgendwie drin sein muss, wenn ich die Z4 erwähne. Ey, wenn der drin ist, neue Toyota-Tourer. Nicht so hässlich. Ja. Tibia. Ist es noch ein Auto, oder? Moment. Man nennt es Mülltonne. Mittlerweile, in moderner Sprache. Das ist, glaube ich, ein Fiat Multipla, nur in sportlich, der Versuch. Oh boy. Nein, ich finde Multipla immer noch schlimmer. Nimm mal die Front an. sieht auch aus wie ein Auto aus GTA oder aus Burnout. Stimmt. Ja, das ist wahr. Ich glaube, den Wagen gibt es sogar so ähnlich in GTA. Dann hätten wir den 2018er TVR Griffith. Achso, ihr wart bei der Supra gerade. Ich war nicht gerade schon beim Griffith. Achso. Aber nein, wir waren bei der Supra. Geil aus. Ja, das Gleiche. Nicht schlecht. Ja, der sieht nicht ganz so schlimm aus. Der geht eigentlich ganz okay. Nicht so wie die Supra. Der sieht aber auch aus wie ein Auto von Burnout oder GTA. Ja, aber er lächelt so schön. Der kommt so, guck mal, ich kann doch gar nicht böse. Und dann zieht er dich ab. Wenn du Motor umbaut machen kannst, weil ich glaube, der Standardmotor ist jetzt nicht so der Burner. Und dann, last but not least. Volkswagen Beetle, der neue, nein natürlich nicht, der Volkswagen Archeon. Der einzige VW, den ich schön finde, muss ich sagen. Ah, gut. Geschäftsfeiert. Mitnehmen. Oh, Ich hätte noch ein Fahrzeug bei T. Das wäre der, nee, doch nicht. Das ist LL bei Z. Bei Z, sorry. Jetzt kommt er mit Zen. Ja, genau, Zenwo TSR. Jetzt muss ich googeln. Jetzt muss ich auch googeln. Ja, Huber, den kennst du schon, weil... Was TSR?
Ja, ist halt ein Rennen. Ist das der ST1 ist, als Rennwagen? Ist der da. Ach, ja, ist ein Rennwagen, den kriegen wir noch weiß und safe. Mitnehmen. Trotzdem. Den kannst du mir oder vertauschen. Oder den TS1 GT, mein Gott. Mensch. Ach. Nee, das ist kein Rennwagen, den kriegen wir nicht in Forza. Also nicht in Horizon. Nicht in Motorsport. Nee, ich bin gerade irritiert. Den kriegen wir nicht in Motorsport. Die sind alle irritiert. Egal. John Jenny muss was ändern, ich blick nicht mehr durch. Da gibt's so ein Bild, da hat er voll viel Laub im Kühlergrill. Das sind Kinder. Und ich glaube einfach, damit man den Überblick behält, packe ich meine ganze Liste nochmal in die Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, wir waren raus. Bis zum nächsten Mal. Ja. Vielleicht. Tschüss. Tschüss.